Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel Die Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal perfekte Eclairs wie aus Frankreich. Und möchtest du unbedingt sehen, wie ich die mache, dann bleib jetzt dabei und ich zeige dir, wie es geht. Für unsere Eclairs brauchen wir Eier, Butter, Milch, Mehl und Salz. Zuerst kochen wir Milch, Salz und Butter gut auf. Falls ihr keine Milch zu Hause habt, könnte man diese auch mit Wasser ausgleichen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man mit Milch das bessere Backergebnis erzielt. Sobald dann alles gut aufkocht, können wir auch unser Mehl schon beigeben. Und jetzt heißt es gut abrösten und zwar so lange auf der Hitze halten, bis ein Flaum am Boden des Kessels entsteht. Sobald dann die Vorverkleisterung abgeschlossen ist und alles schön homogen ist, gebe ich alles in eine Plastikschüssel, dort kann es schön auskühlen. Falls ihr es länger stehen lassen wollt, müsst ihr es abdecken, sonst bekommt eure Brandmasse eine Haut. Sobald eure Brandmasse jetzt Hauttemperatur hat, können wir auch sie schon wieder einspannen und langsam Stück für Stück die Eier beigeben. Wir wollen richtig eine schöne cremige Konsistenz erreichen. Sollte also die Masse zu fest sein, könnt ihr theoretisch noch ein Eiweiß beigeben. Dann können wir auch unsere Masse schon in den Rührsack füllen. Die Tülle und die Silikonmatte, die ich hierbei verwende, werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Und dann können wir schon mit dem Aufdressieren beginnen. Hierfür benutze ich eine Teigkarte, die es mir ermöglicht, bei den Eclairs eine gleichmäßige Größe zu erreichen. Dressiert sie auch nicht zu eng auf, da sie sehr stark an Volumen zulegen. Heizt es in der Zwischenzeit euren Ofen auf 210 Grad vor. Am Anfang des Backvorgangs ist es wichtig, ganz viel Wasserdampf zu erzeugen, somit entweder Wasserdampf einschalten oder mit einer Sprühflasche den Ofen mit Wasser benetzen. Nach ca. 20 bis 25 Minuten sollten deine Brandteig-Eclairs jetzt fertig gebacken sein. Aber Achtung, niemals beim Backvorgang selber aufmachen, sonst fallen diese zusammen. Und so sind unsere perfekten Eclairs bereit gefüllt zu werden. Somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und wenn dir unser Rezept gefallen hat, hinterlass doch auch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, wie es dir mit unserem Rezept ergangen ist und man sieht sich das nächste Mal.